Aber so groß nun auch wieder nicht. So. Ach, damit hätten wir es... Ah, hier sind wir. Interessant. Interessant. Jetzt könnte ich hier einfach mal reinspringen. Da so rumschwimmen. Oh, zum Glück war es 3 tief, sonst wäre ich krepiert, glaube ich, mit dem Sprung. So, da ist unsere Hauptcrib. Kommen wir hier irgendwo rüber? Nee. Alles so schön steil. Och, ist das herrlich. Also eigentlich müssen wir hier... Ah, da müssen wir gar nicht rüber. Sehe ich jetzt erst. Da können wir einfach durchbuddeln. Cool. Na, machen wir das später mal. Ja. Lange Räder gar keinen Sinn. Bei kurzen Rädern sieht es da anders aus. Die sind meistens knuffig, klein und sinnvoll. Ja, ich weiß. Rasenschwein. Was soll's? Ha! Ich habe das Lied auch bei. Na. Welche Let's Plays gucke ich außer meinem? Also, bei meinem... Ja, meins gucke ich ja jetzt nicht so richtig. Also, ich mach's ja. Aber dabei gucke ich auch zu. Ich sitze hier nicht mit geschlossenen Augen. Ich versprech's. Also, ganz dolle fest sage ich euch, ich gucke da jetzt auch gerade zu. Weil sonst würde der Scheiß, den ich gerade hier abziehe, auch einfach mal schief gehen. Aber wenn dieses Lied ist sowas von eindeutig, ich könnte es fast rauswerfen, um meine Authentizität nicht zu gefährden. Das ist nämlich das Wichtigste von so einem YouTuber. Authentisch zu sein. Eine echte Girl. Eine echte ohne Gott. Ne? Sowas da. So ein Dingsi. So, wir sind einmal außen rumgelaufen. Das ist doch schon mal super. Habe ich mich jetzt selber so weit abgelenkt, dass wir schon in der nächsten Folge sind? Ich hoffe doch, ne? Ich hoffe es für euch. Das ist so schön. Dann spoilere ich mich nicht wieder selber. Ui, hier darf ich nicht runterfallen. Wie komme ich denn da jetzt hin? Sag doch auch mal was dazu. Ja. Einer der schönsten Filme in einem Jackie Chan-Film. Eine der schönsten Szenen in einem Jackie Chan Film. So macht das sogar Sinn, ne? Die Aussage. In hier William Dingster Fock. In Fock. In Fockt. So, jetzt kann man da auch hochkraxeln. Muss man nicht innen durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wir sind wieder da. Da wir wieder da sind, wir haben Holz dabei. Können wir ja jetzt erstmal, da wir ja noch ein bisschen Platz haben, können wir jetzt einmal das machen. Genau. Weil dann können wir uns 32 Kisten bauen, ne? Nach Adam Riese. So, 32 sind stackbar. Was für ein Schwein wir doch immer mal wieder haben. So, und wenn wir so viele Kisten haben, haben wir hier jetzt auch ein richtiges Lager. Oder seht ihr das anders? Ich würde sagen, wir haben jetzt hier ein richtiges Lager. Ist zwar alles noch leer und es fehlen die Item-Frames, wobei ich da glatt nochmal gucken muss. Ach, dafür muss ich wieder Kühe umbringen. Ich wusste doch, die Sache hat einen Haken. 8 hätte ich noch. Reicht bei weitem nicht. So. Das wusstet ihr wahrscheinlich schon vorher was. So, noch 2. Ja, toll. Geh mal weg. So. Einmal. Zweimal. Aber man kann reingreifen. Ne? Die Arme sind lang genug, um unter die Decke zu langen. Aber platzieren, vernünftig platzieren, ganz dann nicht. Macht ja Sinn. Prost. Immer mal wieder eine Trinkpause. Ich habe mir schon wieder, ich habe mich schon wieder sehr effektiv abgelenkt. Und habe das Geheimnis immer noch nicht. Ach, mein Gott, bin ich heute gut. I am the Geheimnis-Tresor. Ne? So, 8, 4, 4.
Tiere. So. Und 4 ist genau die Zahl, die wir jetzt noch brauchen, ne? So. 1, 2, 4. So, das heißt, wir haben jede Menge Kisten zur Verfügung. Und, ja. Wo? Wow, da wird auch gesungen. Ach, ist Folk, deswegen geht es nicht ohne Gesang. Naja, naja, ich habe ja gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Also hier machen wir Erze. Holz nehmen wir so eine Doppelwand, da brauchen wir viel Platz für. So. Drops und der ganze Scheiß. Ja, Erde und Kabel machen wir wieder hier. Und Kabel machen wir hier. So, Opsi. Opsi. La 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 la. Nee, falsch. Falsch, falsch, falsch. Auf zur alten Kiste. Weiter vorne haben wir jetzt jede Menge. La 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 la. Ja, Gravel haben wir auch noch nicht. Nee, 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 nee. Jetzt mal nicht gleich losweinen hier. Immerhin funktioniert die Shift-Taste wieder. Hättet ihr gedacht, dass es an LWGL liegt? Bitte jetzt mal abstimmen dafür. Hätte das jemand gedacht? Ich habe mich schon wieder effektiv abgelenkt. Vielleicht sollte ich aufhören, darüber nachzudenken, dass ich mich effektiv ablenke und endlich mal die Geschichte zu Ende zu erzählen. Und zwar, Akkuverbrauch, Handys, ihr wisst noch, ne, Problem bei Rechner existiert nicht, weil der Rechner hat ja Steckdose. Steckdose ist gut für Rechner, weil so Rechner nicht Problem wie Handy. So weit waren wir gekommen. So, und warum man nicht auf Google verzichten kann, um den Bogen jetzt wieder zu schlagen, während ich die Kiste suche, die haben wir uns genau hier, ist zum Beispiel die Google Notification Messaging Cloud irgendwas API. Hatte früher einen anderen Namen, heißt jetzt irgendwie so. Also irgendwie so heißt halt, ja, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig, wie sie hieß. Die hat echt einen kruden Namen gerade. Aber so ist es halt. So können wir hier den. Ja, es passt jetzt nicht wirklich zusammen. Und ich habe Dings nicht installiert. Ach hier, Kistensortierer. Ich lenke mich schon wieder ab. Also Geschichte zu Ende erzählen, die wir angefangen haben. So, Google Cloud Messaging, bla. An dieser API kommst du nicht vorbei. Weil du kannst auf dem Handy, kannst du zwar sowas implementieren, so ein Zeug. Also. Ach, wie mache ich euch das begreiflich? Also, wenn man so eine Nachricht empfangen möchte, ja, auf dem Handy, hat man folgendes Problem. So ein Handy, damit der Akku nicht am ersten, so nach 1-2 Stunden alle ist, schläft es ein. Zum gewissen Prozentsatz. Es bleibt noch aktiv die UMTS-Karte, die WLAN-Karte und ein paar andere Devices. Also mit der WLAN-Karte ist auch so eine Art Glücksspiel, je nachdem, welchen Hersteller ihr so gewählt habt. Schlief die mal mehr und mal weniger ein. Ach, die ist schon ziemlich kaputt, ne? Mit Behutsamkeit. Haltbarkeit 3 machen wir mal nur. Erstmal. So. Jedenfalls, wenn die denn so eingeschlafen sind, die netten Telefone, dann ergibt sich für euch folgendes Problem. Wenn ihr zum Beispiel so eine API seid, die da Nachrichten übertragen wollt. Das darfst du dann nämlich nicht, weil das Gerät ist ja eingeschlafen. Ergo darfst du, ne, so als Programm, darfst du beantragen, dass das Gerät aufwacht für dich. Damit du die Möglichkeit hast, da mit irgendeinem Dienst zu sprechen. Und jetzt werden ein paar von euch sagen, die sich damit einigermaßen auskennen, so eine Äußerung wie, ja, ist doch kein Problem, mache ich halt einen TCP-Server irgendwo hin, da bin ich ständig zu verbunden und dann passt das schon irgendwie. Und lass das Gerät halt nicht einschlafen. Gute Idee, bis auf, dass der Akku ja wieder nicht hält. Das Problem hatten wir ja vorhin schon ansatzweise beleuchtet. Also wurde ein wenig heller. Ne? Wir erinnern uns, damals, vor, ach, wahrscheinlich 5 Folgen. Jedenfalls, ja, dann gibt es noch so andere Methoden, da kannst du pollen und
HTTP Push gibt es auch noch, das wurde inzwischen auch erfunden. Da kannst du dann in der HTTP-Verbindung so einen Push schicken. Also die Verbindung bleibt offen und es wird gepusht. Aber summa summarum kommst du um das Problem, dass das Handy einschläft und einfach mal nichts anderes, außer die WLAN-Karte, wenn du Glück hast, und auf jeden Fall die UMTS-Karte nicht herum. Deswegen haben sich einige Hersteller darauf geeinigt, darauf verständigt, haben die Idee gehabt, dass man, jetzt habe ich den anderen Scheiß vergessen, dass man ja SMS zum Beispiel nehmen könnte. Macht zum Beispiel BlackBerry so. Falls ihr BlackBerry nicht mehr kennt, das war diese Firma, die hat mal so komische Business-Telefone gebaut. Also ist jetzt nicht so marktrelevant inzwischen mehr. iPhone hat quasi die Rolle des BlackBerries übernommen. Es gibt sie schon noch, aber naja, die haben halt ein Problem. Die sind so ein kleiner Hersteller halt gewesen. Ich glaube, sie sind sogar Kanadier, ne? Das sind Kanadier. Kanadier, na weißt du, Kanadier. Nee, eigentlich war das System nicht schlecht, aber sie haben irgendwie so Trends verschlafen und dadurch sind sie jetzt eigentlich eher obsolet inzwischen. Und ja, wahrscheinlich gibt es unter euch wieder genau einen, der ein BlackBerry hat. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so formuliert habe. Und nein, die sind nicht tot, die werden ewig leben. Oh, ich bin... So, zum fünften Mal in die Kiste. Hol mir endlich das... Ihr wisst ja, worauf es hinausläuft. Das muss ich jetzt nicht weiter kommentieren, oder? Muss ich? Na gut, wir bauen ein Netherportal. Weil mir so geraten wurde. Aber nein, wir bauen die Bahn hier oben. Ich will keine Schienen sparen. Aber ich will jetzt mal gucken, ob ich durch den Never die beiden Orte hier schnell miteinander verbunden kriege. Das wäre doch schon mal okay, oder? Also damit könnt ihr doch leben. Also ihr auch. Dass wir hier so ein bisschen und so. Ich habe ja auch nicht so getan, als ob wir weit weglaufen würden und muss euch dann so überraschen. So, Überraschung, wir sind doch nicht weit weg. Unser altes Haus steht da hinten hinter der Ecke. So ein Blödsinn machen wir ja hier nicht. Wir machen eher so einen Blödsinn. Und ja, dass wir das jetzt mitten ins Schlafzimmer gebobbelt haben, ist jetzt auch nicht gerade so die großartigste Idee. Und der Platz hier fürs Portal ist auch scheiße. Aber es ist jetzt immerhin mal entstanden und wir können mal rübergehen und gucken. Also schauen wir mal nach. Entering never. Na, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Es ist bloß die Frage, also wir sind definitiv woanders rausgekommen, im Gegensatz zum letzten Versuch, irgendwas zu machen. Wir haben hier gleich Glowstone und sind irgendwo mitten in einem Berg. Das ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Jetzt müssen wir uns erstmal orientieren, vielleicht erkennen wir ja was wieder, nicht so viel Never. Kaputt hauen. Wir wollen ja nur Glowstone haben. Glowstone ist wichtig. Und ja, Behutsamkeit, Glück und so weiter. Ich bräuchte eine bessere Spitzhacke. Ich weiß. Ich weiß doch, Leute. Ich weiß es. Also wenn es wer weiß, denn nicht. Nein. Jetzt habe ich mich schon wieder erfolgreich abgelenkt, weil ich durch Never bin oder in Never gelaufen bin. Also nochmal zurück zu dem anderen Thema. So, und als einfacher... Och, das wobbelt ja. Als einfacher API-Entwickler, also API-Entwickler, als einfacher Entwickler für die Android-Plattform hast du quasi nur die Möglichkeit, dir irgendwie diesen... Das ist echt Obsidian, ne? Warum ist denn hier Obsidian? Oder ist Bedrock? Ist auf jeden Fall komisch. Ich verlaufe mich hier wieder. Ich sag's euch. Ich sag's euch nur schon vorher. Nicht, dass am Ende wieder einer weint. Hui, ein Gast. Hier. Wo ist denn der? Hui. Ah. Verdammt. Geh aus, Scheißfeuer. Ich hüpf doch schon. Danke. So, stellen wir uns hier kurz hin, nehmen das wobbelnde Ding, da versteht er mich auch nicht. Jetzt muss ich wieder darüber gehen und jetzt muss ich hier wieder Feuerlöscher spielen.
will doch gar nicht die Dinger mitnehmen. Ich will doch hier nur kurz Feuer löschen. So, geht's hier raus? Ne, hier geht's einmal rum. Ah, da ist irgendwo weites offenes Feld. So, also, SMS. SMS ist so eine Möglichkeit, willst du die nutzen? Also willst du deinen Anwendern, die dein kleines Megatool, was ja so hip und cool ist, schon wieder im Kreis gelaufen, was sie sich kaufen vielleicht sogar, ne? Willst du sie dann darüber belasten, dass sie, na gut, du belastest sie nicht, das ist schon mal, stimmt, das ist falsch. Du belastest sie nicht mit den SMS-Kosten. Du belastest da bloß, damit bloß... Uiuiuiui. Grundsterbelaut. Du belastest sie nur mit... also nur dein eigenes Konto, deine eigene Geldbörse, weil du musst ja diese SMS irgendwie verschicken. Und SMS verschicken ist, wie wir alle wissen, inzwischen doch relativ teuer. Das mit dem inzwischen haben nicht so viele... Ich mache das jetzt mal leiser aus Minecraft. So ein bisschen jedenfalls. Mal auf die Hälfte der Lautstärke. Ja, jetzt grunzt er immer noch, aber es klingt nicht mehr ganz so, als ob mein Kopfhörer explodiert. Ja. Hier sieht es jetzt auch nicht so gut aus. So. Zum Glück habe ich genügend Spitzhacken mitgenommen. Flöt. Naja, wir dürfen bloß unser Portal hier nicht verlieren. Ich hätte mir mal Kabels mitnehmen sollen. Die grunzen hier noch irgendwo in der Nähe. Ja, darunter will ich eigentlich nicht. Mal Geräuschortung machen. So, SMS fallen also aus als Option, das Handy aufzuwecken und garantiert die Notification in Time ans Gerät zu übermitteln. So, dann hatte ich ja schon gesagt, dann die andere Geschichte, die klaut dem Benutzer den Akku und dann deinstalliert er eure App auch ganz schnell, weil Akku ist ja ständig leer, wenn man die drauf hat. Ja, da gibt es böse Kommentare. Ey, du Wichser, mein Akku ist ständig leer. So, und das wollen wir ja vermeiden. Wir haben ja die geilste Idee aller Zeiten und wollen genau diese App genau zu diesem Zeitpunkt rausbringen. Und wollen halt auch möglichst große Benutzerakzeptanz haben. Das heißt, die Notifications, die wir ja brauchen, wir sind ja alle Web 2.0 oder Web 3.0 inzwischen. Ich habe da den Überblick verloren. Also auf jeden Fall sind wir alle irgendwas Webiges. Ich buddel mal hier jetzt einfach wild drauf los, in der Hoffnung, dass es hier irgendwo rausgeht. Ich höre den Gast ganz in der Nähe. Wow, wahrscheinlich ist bald meine Spitzhacken wieder alle, ne? So, und das heißt, um den Kreis zu schließen, wir sind alle angewiesen auf die Google Cloud Notification Messaging API, weil sie selber haben das hingekriegt, sie haben sich da ein Hintertürchen gepackt, gebaut in die Telefone. Mit den Google-Servern wird halt immer gesprochen und genau während der Kommunikation mit den Google-Servern, die ja legitim ist, sind ja auch der Hersteller davon, da muss man ja mit seinen eigenen Servern auch reden dürfen. Genau diese Kommunikation funktioniert halt und auch stabil. Ergo ist der Entwickler darauf angewiesen, eigentlich darauf angewiesen, diese Notification-API zu benutzen. Das heißt wiederum, dass alle Notifications, die ans Programm gehen, bei Google durchgehen. So. Und was heißt nun, alle Notifications gehen bei Google durch? Eieieiei. Verdammt. Ja. War nett mit euch. Also auf jeden Fall ist jetzt hier drin ein bisschen heller. Ah, fucking Lavasee. Bin ich jetzt echt so tief? Ist das echt Endstein? Ach, ich glaub's ja nicht. Dabei bin ich doch in der Originalwelt höher. Mal gucken. Ach, schon wieder. Fuck! Nein, 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 nein! Ich
mein Portal kaputt machen. Ach. Wieso gibt es denn hier unten schnell fließende Lava?